Zu Beginn war die Erde ohne Form. Die Sonne fiel auf die schlafende Erde. Inmitten dieses wirbelnden Mahlstroms aus Feuer, Luft und Wasser regte sich erstes Leben. Die Samen des Lebens wuchsen, wurden stärker, breiteten sich aus und nahmen vielerlei Gestalt an. Nun fehlte nur noch eines, ein großer Anführer, um die zerstrittenen Stämme zu einen, das Land nutzbar zu machen und ein Vermächtnis zu schaffen, das die Zeit überdauern wird. Eine Zivilisation. Und so liegt es nun an euch, das wahre Schicksal eures Volkes zu erfüllen. Unter eurer Herrschaft werden wir sicher gedeihen. Aus den Samen dieser kleinen Siedlung werdet ihr unser Reich erschaffen. Unser Volk wartet auf euren Befehl. Mit diesen Handwerkern wird sich unsere Zivilisation Stück für Stück im ganzen Land ausbreiten. Einfache Landwirtschaft liefert dringend benötigte Nahrung und Stabilität für unser Volk. Bauernhöfe können auch auf Ressourcen wie Reisfeldern errichtet werden, um unser Land besser zu nutzen. Steinbrüche bieten uns Zugriff auf mehr Baumaterialien und verbessern unser Verständnis des Bauwesens. Die Arbeit unserer Handwerker ist nicht umsonst. Neben der Erschließung der Umgebung können wir nun auch die Stadt selbst modernisieren. Fortschritte wie Kornspeicher und Wasserräder steigern die Lebensqualität unserer Bürger. Wir können nun unseren Einfluss über unsere Grenzen ausweiten. Diese mutigen Siedler sind bereit, unsere Kultur ins Unbekannte zu tragen. Das vor uns liegende Gebiet ist voller neuer Ressourcen und Gefahren. Wir sollten die Position unserer nächsten Stadt mit Bedacht wählen. Mit dem Blick auf den Ozean gerichtet, planen die Einwohner unserer neuen Stadt bereits, wie sie die Wellen beherrschen können. Allein und isoliert kann diese neue Stadt jedoch nicht erblühen. Um wirklich zu wachsen, müssen wir zu einem Volk werden. Mit diesen Händlern können wir unser Volk verbinden. Der Austausch von Ressourcen zwischen unseren Städten bringt große Fortschritte mit sich. Es ist der Anbruch eines neuen Zeitalters. Unsere Städte können sich nun entwickeln wie nie zuvor. Zum ersten Mal breitet sich unsere Zivilisation über den Kern unserer Städte hinaus aus und ermöglicht den Bau neuer Bezirke. Jeder mit eigenem Fokus und einzigartigen Vorteilen. Religiöse Bezirke stärken den Glauben unseres Volkes. Inspiriert von der Idee, wahre Wunder in unserem Land zu errichten, führen wir unsere Zivilisation in neue Höhen. Und stellen fest, dass wir wirklich Wunder erschaffen können. Doch unsere Städte müssen nicht alle demselben Weg folgen. Während die eine nach Erleuchtung strebt, konzentriert sich die andere auf pragmatische Probleme. Die Errichtung dieses Bezirks bietet mehr Schutz für unser Volk. Kasernen bieten dringend benötigte Kampfvorteile und stärken unsere Truppen.
Denn es wird immer jene geben, die alles zerstören wollen, was wir erreicht haben. Barbaren fallen immer wieder über unser Land her. Zum Glück sind wir nun vorbereitet. Unsere Krieger sind gut ausgebildet, aber dies war nur ein Überfall. Um unsere Grenzen zu sichern, müssen wir den Feind in seiner Heimat besiegen. Sieg. Unser Volk ist in Sicherheit. Und auf diesem einst wilden Land wächst unsere Zivilisation weiter. Ein neues Zeitalter liegt vor uns und wir sind nur ein Teil einer viel größeren Welt. Wir sind nicht mehr allein. Welcome to the United States of America. If you conduct yourself well, you can consider us friends. Diese neue Welt bietet uns neue Möglichkeiten. Unsere Nachbarn verfügen über Ressourcen, die wir dringend benötigen. Ein Handelsabkommen wäre beiden Völkern von Nutzen. Mit unseren Beziehungen und Ressourcen muss auch unsere Führungsstärke wachsen. Wir können nun neue Politiken erlassen, um das Wachstum unserer Zivilisation zu lenken. Neben militärischem und wirtschaftlichem Wachstum gilt es auch, die kulturellen Bedürfnisse unseres Volkes zu berücksichtigen. Mit dem kulturellen Fortschritt bieten sich uns neue Möglichkeiten. Der Theater- und Kunstbezirk ermöglicht unseren Bürgern, sich selbst wie nie zuvor auszudrücken. Die Ergebnisse sind atemberaubend. Wir haben ein goldenes Zeitalter des Friedens und der Zusammenarbeit erreicht. Aber wie alles ist auch dieses goldene Zeitalter nicht von Dauer. Das Industriezeitalter bringt großen Fortschritt, aber auch großen Bedarf an Ressourcen. Aus Kooperation wird Wettbewerb. Unsere Welt schrumpft. Nun müssen wir mehr als je zuvor das meiste aus unserem Land und unseren Ressourcen herausholen. Der Industriebezirk ist entscheidend für die Maximierung unserer Produktionsmöglichkeiten. Aber diese mechanischen Wunder benötigen neue Energiequellen. Treibstoff ist im Industriezeitalter ebenso wichtig wie Nahrung. Wir haben Glück, andere Zivilisationen nicht. Sie beäugen unseren Wohlstand voller Neid. Sechem Amun Ra en en. Unser Feind kennt uns gut. Sie haben uns empfindlich getroffen und wertvolle Ressourcen zerstört. Aber wir haben noch unsere eigenen Truppen. Die Tage von Speeren und Pfeilen sind längst gezählt. Es ist an der Zeit, dem Angreifer unsere wahre Stärke zu zeigen. Gut gemacht.
Aber dieser Feind darf sich nicht von seinen Wunden erholen, um erneut anzugreifen. Unser Angriff muss absolut sein. Dem Sieger gebührt die Beute. Unsere Zivilisation heilt und wird noch stärker. Mit dem Fortschritt unseres Volkes wird uns klar, dass unsere Zukunft mehr Möglichkeiten zu bieten hat als Krieg. Wir erkennen unser wahres Potenzial. Und erlangen Größe. In dieser neuen Ära übertrifft unser Volk wahrlich alle Erwartungen. Bis wir schließlich voranschreiten. Zum nächsten Kapitel unseres Schicksals.